Hallo Freunde, willkommen zurück im Obertal. Mein Mohnfeld ist nicht nur reif, ist auch fast abgeerntet. Da bin ich gerade bei. Und dann habe ich gesehen, ich habe ja noch ein weiteres Feld hier drüben auf der linken Seite. Da ist noch Weizen drauf. Das ist das nächste, was wir machen. Ich hatte es schon fast vergessen. Eben schauen, wo meine Abfahrer sind. Du stehst da. Du bist leer. Dann kannst du nicht mehr stehen bleiben. Ich brauche eine Werkstatt. Wo mache ich die Werkstatt hin? Ich ärgere mich ein bisschen, weil ich muss jetzt Plattform haben. Ich brauche Eier. Fabrik. Und ich brauche jetzt die Plattform hier. Und dann sollte ich jetzt eine Werkstatt haben. Was die dahin? Jetzt mal zur Werkstatt fahren muss, ist das nicht so gut. Tools. Das sind alles Anzeigen. Wow. Hier ist zu groß. Lass sie nicht. Was? Mehr gibt's nicht. Reinfahren, wo ist da der? Da kommen Drescher gar nicht rein, das kann man doch vergessen. Und das Ding. Aber daneben. So. Habe ich da oben. Wo ist jetzt die Markierung? Ach, die verschwindet da. Das ist aber blöd. Das ist auch nicht schlecht. Jetzt dahin fahre. Wo repariere ich dann? Mal jetzt reingehen, oder wie? Okay. Rein. Und dann reparieren. Dann können wir den schon mal eben. Reparieren, das machen wir mit. Den machen wir auch mit. Dann konfigurieren. Okay. Wollte dran denken, ich muss immer da rein. Gut. Gut, die Halle macht sich nicht schlecht hier. Wir haben schon einiges erledigt, dann kann ich schon. Ah, ich habe es mir gerade gedacht, er hat doch hier die Dinger losgemacht. Sollen wir gucken, Eier sammeln?
Fabrik, genau. Dann muss ich Salz holen, habe ich gesehen. Das ist klar, der ist unterwegs. Und dann muss ich jetzt mal schauen, wo ich hier noch Lohn habe. Weil der hat den nicht unbedingt sauber gedroschen. Ja, die ganze Seite hoch. Ist nicht viel, aber es läppert sich irgendwo nach und nach, was man da liegen lässt. Und die Getreidemühle voll den Mohn. Gibt es Backmohn, mehr kann man nicht irgendwie machen. Zum Verkauf ist das gut. Und ich habe noch was im Lager. Das heißt, ich werde hier auf dem Feld nicht wieder Mohn anbauen. Muss gucken, was ich brauche dann. Dann mache ich nochmal. Nochmal Getreide? Weiß ich gar nicht. Hier kann man ganz hochfahren. Also Silage brauche ich nicht machen, weil die Ziegen brauchen keine Silage. Und hier ist gar nichts mehr. Also Getreide brauche ich auf jeden Fall. Da ist Mohn voll. Ich brauche auf jeden Fall Getreide. Mehl ist noch da. Weizengrieß müssen wir nachfüllen. Salz müssen wir nachfüllen. Eier bin ich unterwegs. Und haben wir Salz. Der Salz ist da. Müssen wir holen. Also Getreide ist das Wichtigste. Kontrollblick machen hier. Ja. Die ganze andere Seite ist auch noch voll. Das ist das Straße drumherum. Unten ist Bahngleis ums Eck. Und wenn es zu nah ist, dann hört er auf mit Dreschen. Das ist schon klar. Wir sind jetzt wo? Da sind wir. Also ich kann den nächsten Monat schon wieder Getreide ansehen. Mohn, wie gesagt, brauche ich nicht. Roggen kann ich machen. Was bringt Roggen? Bringt auch nichts anderes. Ist ja auch wieder nur... Kann ich Roggen auch nehmen? Schauen wir eben. Sojamehl. Das kann ich nicht gebrauchen, meine Nudeln. Da brauche ich normales Mehl. Gerste, Hafer, Sorghum, Hirse, Dinkel, Roggen kann ich auch machen, ja. Ja, nicht ist es wurscht. Ich brauche halt irgendwas an Mehl. Papa und Lehrpaletten kann ich wieder zukaufen.
kann natürlich auch noch die Sägerei kaufen oder was weiß ich alles. Aber das rentiert sich ja irgendwo im Ganzen nicht und ich habe ehrlich gesagt keine Lust auf Holz. Habe für andere Map genug gemacht. Da habe ich Holz gebraucht für Paletten und ja, noch was. Papier, Pappe, Papier für Aufkleber für die Alkohol war es, genau. Schnapsbrennerei habe ich gehabt, da brauchte ich das auch alles. Das war ein Riesenkomplex. Aber das mache ich nicht jedes Mal. Muss ja nicht sein. Jetzt ist im Speicher. Jetzt fährt er mir gleich über die Straße. Dass ich immer zwischendurch immer gucken will. Und dann braucht er erstmal. Er ist doch auf Feld geblieben. Die Seite ist leer, jetzt kommen die andere Seite noch. Könnte ich mal ausmachen. Da ist mein Abfahrer, aber der kann ruhig warten. Also teilweise sieht man nicht, wo man gedroschen hat, wo nicht. Auch nicht das Wahre. Nein, da ist er weit genug weg von der Straße eigentlich und gut, da steht ein Baum, da verstehe ich es ja, alles andere verstehe ich nicht, warum er das nicht mitgemacht hat. Gut, diese jetzt sauber. Ja, sauber. Reicht. Wie gesagt, es läppert sich. Es ist schade, wenn man das alles verschenkt. Könnte das Dünger für nächstes Mal nehmen, aber ich will alles. Nichts mehr. Jetzt zeigt es nicht an, aber er rechnet. Zählt hoch, also da ist doch was. Er schmeißt auch den Stroh raus, also irgendwas sammelt da ein. Und da tut er nichts. Okay. Da ist eine größere Ecke. Die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Die sieht man unten auf dem kleinen Feld auch, da wo es noch nicht rot ist. Aber da auf dem hellen sieht man fast gar nichts. Ist der Unterschied sehr schlecht zu sehen.
Eigentlich genau gereicht, haben wir alles. Oben haben wir den Abfahrer stehen, oben steht auch das Schneidwerkswagen. Denke ich. Und dann können wir uns aufmachen zum nächsten Feld. Muss natürlich noch abladen, eben den Schneidwerkswagen anhängen. Das ist fertig und was ist das andere? Feld 13. Jetzt müssen wir eben das Rohr ausfahren. Aber wie gesagt, wir müssen eben noch. Du willst nicht wegfahren, nicht wirklich. So. Ich weiß nicht, warum der jetzt noch reinfahren muss. So, wir machen mal einen kleinen Sprung. So, da ist mir das wahre Leben dazwischen gekommen. So, wir sind jetzt hier unterwegs zum Feld 13. Ich muss ich. Moment. So, dass er mit zum richtigen Feld fährt. Den guck, du bist dran vorbeigefahren. Gut, dann machen wir eine Runde und nehmen gleich den Nudeln mit. Bevor ich mit dem Rückwärtsfahren jetzt irgendwann abbreche, heute lieber noch Weg. So, oder noch was auslagern können.
Ja, da können wir auf jeden Fall noch mal fahren. Das waren die normalen Spaghetti. Ich dachte, Nudeln gibt es mehr. Schauen wir eben. Nun gibt es mehr Geld. Okay, müssen wir eben hier das ändern. Spaghetti und Nudeln aktivieren. Wenn es da mehr Geld für gibt. Jetzt haben wir noch nicht rausgefunden, wo es meiste Geld gibt. Spaghetti. Delfin Hotel, wieder schon mal gewesen. Delfin Hotel, oh, kenne ich nicht, aber man kann es ja mal eben anschauen. Keine Ahnung, wo das Delfin-Hotel ist. Aber wir kriegen es raus. Oh, mein Drescher ist angekommen. Jetzt muss ich hier nur gucken, wo ich Parkplatz kriege für mein Schneidwerk. Und dann sehe ich hier auch schon, dass ich entlang des der Gleise dreschen muss. Nicht, dass der mir irgendwo über die Nase fährt. Der nächste Zug kommt und ja, mein Schneidwerkswagen fliegt durch die Gegend. So. Hier sollte halbwegs geschützt sein. Riebert. Ja, bei mir ist alles geländegängig. Auch der Drescher. Wie steht es bei mir mit Stroh eigentlich aus? Ist ja schon wieder am Speichern. Hey, mein Gott. Ja, Stroh habe ich genug, da brauche ich nichts. Ich weiß jetzt eh nicht, ob ich gerade Stroh brauche. Keine Ahnung. Vielleicht ein bisschen als Einstreu irgendwo, aber nicht großartig. Noch nicht. Sollte ich mit Kühen anfangen, habe ich erstmal genug. So, jetzt gehen wir um die Ecke. Dann machen wir die Reihe mit. Nicht, der gleich stehen bleibt, nur weil der Abfahrer da steht. Das ist natürlich schon wieder ein Problem, weil da unten auch Gleise ums Eck gehen. Und beim Drehen geht er wieder wild leise, schätze ich. Kann auch einen ganzen Drescher fliegen lassen. Wie der Zug trifft, keine Ahnung, ob das jetzt so gut ist. Boah, ihr macht die ganze Kurve. Nun gut, ich will euch nicht langweilen. Deswegen machen wir das Video hier Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen, dass ein Däumchen da jetzt gefallen hat. Bleibt gesund, mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.